Hallo, meine Lieben. In diesem Video möchte ich den Nähbegriff rückwärtige Mitte erklären. Also die rückwärtige Mitte ist die hintere Mitte von einem Kleidungsstück. Zur rückwärtige Mitte sagt man auch häufig hintere Mitte. Also es ist völlig egal, was du sagst, ob hintere Mitte oder rückwärtige Mitte, es ist sowieso dasselbe. Also wozu braucht man eine rückwärtige Mitte? Eine rückwärtige Mitte braucht man meistens, um das Kleidungsstück genau abzumessen, also zum Beispiel wie lang es ist. Dafür müsst ihr dann einfach zum Beispiel hier bei einem Oberteil, hier oben von den, also von der hinteren, von der rückwärtigen Mitte, also hier oben dann der Nacken, misst du dann einfach hier unter bis zum Saum und so ermittelst du dann die Länge zum Beispiel von deinem Oberteil. Die rückwärtige Mitte kann auch als Stoffbruch gekennzeichnet sein, also da der Stoffbruch ja auch häufig gefaltet wird und das auch die Falte ist von dem Stoffbruch, kann auch häufig Stoffbruch stehen anstatt rückwärtige Mitte. Den Nähbegriff rückwärtige Mitte darfst du jetzt aber nicht vergleichen mit der vorderen Mitte, denn die vordere Mitte wird bei dem Kleidungsstück halt vorne gemessen und die rückwärtige Mitte wird natürlich dann hinten gemessen. So, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen. Falls du noch weitere Nähvideos sehen möchtest, dann schau einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.